Es war ein weiter Weg bis zur Aufnahme der 6 Solosuiten für Cello von Johann Sebastian Bach. Ich habe diese Werke schon als Kind geübt und gespielt und im Studium habe ich mich dann intensiv damit auseinandergesetzt. Ich spielte damals auf einem modernen Cello und das moderne Cello hat Stahlsaiten und wird von einem modernen Bogen angestrichen. Und dieses moderne Cello wurde entwickelt, um einem romantischen Stilideal gerecht zu werden. Und ich fragte mich gar nicht, ob dieses Cello geeignet ist für die Interpretation von Barockmusik. Heute spiele ich die Solosuiten von Bach auf Barockinstrumenten mit Darmsaiten. Johann Sebastian Bach schrieb die Suiten 1 bis 5 für das vierseitige Cello und die Suite Nummer 6 für das fünfseitige Cello Piccolo. Und wir können eine Weiterentwicklung bemerken von Suite zu Suite. Die Suiten werden immer komplexer in der Struktur, sie werden länger und sie werden spieltechnisch anspruchsvoller und sie werden auch reicher und tiefer im Ausdruck. Bei der fünften Suite muss ich die hohe A-Seite einen Ton tiefer einstimmen. Man nennt das Skordatur und dadurch ergibt sich eine neue Klanglichkeit. Das Instrument klingt dunkler und ich kann auch ungewöhnliche Akkorde greifen. Und bei der sechsten Suite kommt die hohe E-Seite hinzu und Bach führt den Hörer damit in eine wunderbare, silbrig-helle Klangwelt. Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit der historischen Aufführungspraxis beschäftigt. In der Barockzeit sah man die Musik als eine Klangrede an, eine Rede mit Tönen. Und der Musiker hat die Aufgabe, mittels dieser Rede Affekte darzustellen. Affekte, das sind die menschlichen Stimmungen, Gefühle wie Freude, Trauer, Schmerz, Leidenschaft. Und die Barockinstrumente unterstützen den Musiker dabei, denn die Darmsaiten haben einen so wandlungsfähigen Klang und ermöglichen feinste Schattierungen. Und das ist das Anliegen meiner CD. Ich möchte mit einer Klangrede die Affekte darstellen. Thank you.
Thank you.